Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch, wie ihr euer Handy unsichtbar machen könnt. Schritt, deshalb nicht lange rum, legen wir gleich los. So, beginnen wir erstmal. Was wird benötigt? Nun denn, ein PC mit einem Cut-Programm, mit dem man Szenen übereinander schieben kann. Bei mir wäre das VideoPad Editor. Es ist aber ein kostenpflichtiges Programm. Einmal kann man es auch kostenlos machen. Natürlich ein Handy und irgendwas, mit dem man das Handy aufnehmen kann. Von mir ist auch ein zweites Handy. Welches Handy ist egal? Ich mache das Ganze mit iPhone. Mit dem iPhone aus dem Grund, weil ich Samsung, weiß ich nicht, wie das funktioniert. Und ich empfehle euch auch einen USB-Stick mit einem Adapter zu haben, damit man das, was wir dann gleich aufnehmen, am PC zu spielen. Wenn ihr das habt, solltet ihr auch schon alles haben. Ach, und was auch benötigt wird, ist, ihr braucht ein bisschen Speicher. In meinem Falle müsste das hier definitiv genügen. Ja, das ist definitiv genug. Ich würde sagen, wir reden nicht lange rum, wie gesagt, und legen direkt los. Ich stelle jetzt mein Handy da so auf und zeige euch, wie das Ganze funktioniert. Es ist wirklich Idioten einfach. Ach ja, und uns heute auch den Hintergrund entfernen können. Das werden wir uns alles am PC dann anschauen. Ich werde das jetzt da bei mir aufstellen, mein Handy, und dann sehen wir uns gleich mit der Aufnahme wieder. So, warte. Wie ihr gesehen habt, hatte ich gerade da noch eine Aufnahme gemacht. Jetzt da werde ich euch zeigen, was ihr tun müsst, damit das dann noch funktioniert. Ja? Und zwar das Handy, was ihr durchsichtbar machen wollt. Dazu geht ihr einmal in die Systemeinstellungen, fahrt hier runter bis zum Hintergrundbild und geht hier auf Anpassen. Ja, okay, das war jetzt falsch. Neues Hintergrundbild auswählen. Und das nehmen wir uns jetzt einfach irgendwas ganz Grünes. Wenn das geht. Wenn sie was Grünes haben. Vielleicht ist hier irgendwo was ganz Grünes. Hoffe ich. Yep, das ist schön grün. Dann gehen wir hier auf Hinzufügen. Homebildschirm anpassen. Ups. Ja, das lassen wir jetzt einfach auf Fertig und passen. Das machen wir jetzt einfach mal jetzt. So, jetzt schalten wir das Handy aus und jetzt haben wir hier so ein grünes Display. Und dann habt ihr schon alles gemacht. Ihr stellt das Handy an. Das muss auch dieselbe Sekundenanzahl haben. Jetzt nehmen wir hier unser Handy und sehen uns wieder gleich zur Aufnahme wieder. Das Ganze ist jetzt relativ einfach. Und zwar, jetzt machen wir am Desktop gleich weiter. Zuerst hole ich mir aber noch meinen USB-Adapter und den Hintergrund mache ich dann auch rückgängig. So, jetzt schaue ich schnell, wo mein Adapter hin ist. Das war ein Adapter mit dem USB-Stick. Ich nehme in dem Fall diesen hier. Aber ich zeige euch, wie soll ich es euch zeigen? Ich glaube, ich schaue jetzt einmal, wo ich einen Adapter habe. Ich hole ihn dann mal schnell. Ihr braucht einen guten USB-Stick und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe hier meine Adapter und den USB-Stick, den habe ich auch in der Hand. Mal gerade sagen, der ist oben. Dann gehe ich auch mal da wieder rein. So, die Tür zu, damit wir nicht gestört werden. Passt. So. So, jetzt schließen wir das hier an mein Handy hinten an. Ein USB-Stick an den Adapter. Die Videos werden auch immer mit VideoPad Editor gekartet. So, wenn ihr das habt, sehen wir uns
gleich wieder. Das Ganze ist auch einfach. Ihr geht ins Fotoalbum. Und was macht ihr dort? Im Fotoalbum wählt ihr euer Video oder euer Foto aus. Es ist bei uns der Video. Und dann wählt ihr das aus, also auswählen. Und tut dann, wo man es auch verschicken kann, fahrt ihr runter in Dateien sichern. Und dort wählt ihr den No-Namen aus bei mir. Gut, mache ich mal. Nachdem es bei mir überhaupt nicht geklappt hat, ich habe wirklich über 10 Minuten herumgetan, ist inzwischen noch mein Hund hier. Und wir machen das Ganze jetzt über ein Apple-Kabel. Scheiße, das ist ein Samsung. Gibt's doch nicht. Ich habe alles, aber kein Apple-Kabel. Warte, schau mal da kurz rein. Nee. Vielleicht hier ein Videolader hier. Pures Chaos. Nee, hole ich dann. Kann man nichts machen. Gut, hab das Apple-Kabel hier. Jetzt zeige ich euch, wie das Ganze funktioniert. Also, naja, der PC wartet schon drauf. Ihr seht den Blinken. Da, ne? Da blinkt er. Jetzt stecke ich das Kabel hier an und schließe das Kabel. Ja, das ist ein besonderes. Kann man auf Amazon bestellen. Ich habe aber auch die normalen. Nur jetzt, weil es vielleicht ein besonderes ist. Und die Internetantenne, die steckt jetzt hinten. Ja, da stecken USB-Stick. Und da stecken die anderen Sachen. Okay, jetzt stecke ich da das an. So, okay, angesteckt. Und jetzt drücken wir hier auf Einschalten. Er leuchtet. Jetzt, und man muss auch zustimmen, dass das Gerät Zugriff hat. Das habe ich gerade in der Aufnahme. So. Was passt und jetzt machen wir am PC weiter.